Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Bald wird über Krieg oder Frieden entschieden. Aber nicht jetzt. Wir müssen warten. Ich hasse warten. Alles liegt in Gottes Hand. Wir können nur beten und für diesen Augenblick der Ruhe dankbar sein. Die Bretonen sind da! Der Augenblick ist vorbei. Hier entlang, bei der großen Eiche! Wo ist Scheolbert? Als zukünftiger Alderman sollte er bei diesen Gesprächen zugegen sein. Er ging jagen. Ein Wildschwein, sagte er. Das ist schon eine Weile her, oder? Wir können nicht warten. Wir sollten jetzt Frieden schließen. Lady Angarad, sei gegrüßt. Wir kommen, um Frieden zu schließen. Wir freuen uns, das zu hören. Doch wo ist der große König? Er bleibt in der Feste auf mein Geheiß. Ich war in Sorge, er könnte Iva, den Meuchler, erzürnen. Es ist das Beste, wenn Rudri nicht dabei ist. Ja, da hat sie irgendwo recht. Iva ist auch nicht da. Ich denke mal, dass sie da ein paar gute Worte zu sagen wird. Wir haben den Meuchler in sein Zelt verbannt. Dass wir beide uns um kriegslüsterne Gefährten sorgen, zeigt wohl, wie ähnlich wir uns sind. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich sehe diese Gemeinsamkeit als einen Segen. Vielleicht können wir diesen Krieg also doch noch beilegen. Unsere Völker haben genug gelitten. Und dein Vorschlag lautet? Wir ziehen alle Soldaten hinter die althergebrachten Grenzen unserer Lande zurück. Wir bitten lediglich um einige Tage Zeit, um unsere Habseligkeiten aus der Feste Kausto zu schaffen. Im Gegenzug schwört ihr, alle Feindseligkeiten sofort einzustellen. Diese Bedingungen sind großzügig. Die Waffen ruhen. Sehr wohl. Gelobt sei der Herr für diese schnelle Einigung. Gott sei mit dir und deinem König, Lady Angarad. Nun denn, ihr habt einen guten Krieg geführt. Lasst es nun zu einem dauerhaften Frieden kommen. Ich traue dir irgendwie nicht. Ich bin nicht fassungslos, Eivor. Jahre des Blutvergießens wurden im Handumdrehen beendet. Das war ein schwieriger Weg, Bischof. Scheolbert muss die frohe Kunde erfahren. Berichtest du es ihm, wenn du ihn siehst? Ich suche ihn gleich auf. Also ganz ehrlich, ich gehe eher davon aus, dass wir ihn nicht finden, sondern er, ja, gekidnappt wurde oder so. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, besser spät als nie. Wo können wir ihn denn finden? Da oben. Es kommt mir irgendwie alles so ein bisschen seltsam vor, obwohl er scheint hier im Lager zu sein. Entschuldigung. Ach, da hinten. Da komme ich jetzt gar nicht rum. Ist das jetzt oben oder unten? Nein, ich darf wieder klettern. Wo verflucht treibt sich Scheolbert nur herum? Okay. Er muss es doch wissen. Okay, er ist nicht in seinem Zelt. Dann denke ich, dass ich mal wieder mit meiner Vermutung recht habe. Brief an Scheolbert, mein Sohn. Bischof Deollav berichtet mir, dass du auf dem besten Wege bist, ein guter Anführer zu werden. Daran hege ich keinen Zweifel. Bald wirst du Aldermann sein. Und wenn meine Zeit gekommen ist, sollst du König werden. Dein Vater, Ceolwulf von Mercia. Okay. Ich sollte mit den Leuten sprechen, nehme ich mal an. Ich suche nach Scheolbert. Hast du ihn gesehen? Als ich ihn zuletzt sah, schärfte er Pfeilspitzen. Also bevor er jagen gegangen ist. Iva, es ist vollbracht. Frieden, ja? Und jetzt scheißen sich alle vor Glück in die Hose. Wenn nicht vor Glück, dann vor Erleichterung. Hast du Scheolbert gesehen? Ich will ihm die frohe Kunde erzählen. Er wollte vorhin mit mir jagen gehen, doch ich war nicht in Stimmung. Das ist nicht gut.
Eivor! Hast du Cheolbert gesehen? Mein Bruder hat ihn gesehen. Der ist sternhagelvoll, was? Um den Frieden zu feiern. Hat schon früh angefangen. Wach auf! Hm? Wo ist Cheolbert? Cheolbert? Hat niemand hier Cheolbert gesehen? Nur Erdringer. Und du wirst warten müssen, bis er ausgenüchtert ist. Dein Ernst? Betrinkt er sich oft so dermaßen? Bei allen Göttern, ja. Zweimal die Woche. Einmal 3 Tage lang, einmal 4 Tage lang. Und sonntags doppelt. Und wenn du ihn schnell ausnüchtern musst, was machst du dann? Behalte es für dich, aber ab und zu, wenn ich mit ihm reden musste, habe ich ihn in einen See geworfen. Das ist ein Versuch wert. Irgendwie muss ich den Trunkenbold doch wecken können. Ja, aber nicht so. Einfach in den See werfen, da hoffen wir mal, dass der das überlebt. Das wird wahrscheinlich noch nicht helfen hier, nehme ich mal an. Achso, nee, der ist ja auch. Eine Angabe. Sehr gut. Hallo? Was geht denn jetzt ab? Hallo? Junge, bleibst du mal stehen? Gut geschlafen? So behandelt man keinen erwachsenen Mann. Meine Güte! Ich suche nach Cheolbert. Dem verweichlichten Sachsen? Dem nächsten Aldermann, ja. Er sagte, er will jagen gehen, um für Iva und die anderen ein Festmahl zu bereiten. Ich weiß, dass er jagen wollte. Aber wo? Bei einer Höhle in der Nähe. Folge dem Fluss, den Berg hinauf. Südlich von hier. Das reicht für den Anfang. Danke. Okay. Dann werden wir immer suchen gehen, ne? Aber wohin? Rechte Seite, so wie es aussieht. An einer Höhle. Ich hoffe, dass jetzt keine Bären ihn erwischt haben. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Da dürfte die Höhle sein. Okay, da ist die Höhle. Und ehrlich gesagt gefällt mir das gerade so gar nicht. Ich werde mal kurz zwischenspeichern für alle Fälle. So, ist das hier jetzt der Vorbau zur Höhle oder müssen wir noch mehr hochklettern? Mal schauen. Ja, heul nicht so. Ich befürchte... Entweder hat das mit einem Bären zu tun oder eventuell... Okay, da wollte ich nicht rein, aber das ist auch okay. Auch nicht schlecht. So... Da oben ist das Ding. Okay. Hat man hier irgendwo eine Möglichkeit, da hochzuklettern? Kann ich das direkt am Baum? Ach, das ist wieder so ein Mist, wo ich rüberspringen muss. Kann das sein? Okay, da gucken wir dann später nochmal in Ruhe nach. Wir gehen jetzt erstmal in die Höhle. Was ist hier geschehen? Das sieht nicht gut aus. Nee, tut's wirklich nicht.
Oh. Ein toter Wolf. Jetzt bitte kein Bossgegner. Ja, ist ja gut. Bin da doch erstmal. Gerade ein bisschen aufgeregt. Scheinen aber nur Wölfe zu sein. Dreckige Wölfe. Genau. Zieh dir erstmal die Kapuze über, kein Thema. Wölfe haben da jetzt aber nicht das Ding zugemacht, oder? Moment, da hinten konnte ich noch hin. Tierspuren und Blut. Nicht von einem Schwein. Ein Wolf, der etwas durch den Dreck gezogen hat. Fledermäuse, so. Ist hier hinten denn noch was drin, bevor ich hier weitergehe? Ah, das sehe ich doch gerne. Also nicht die Leiche, sondern die Truhe. Obwohl die Leiche eigentlich auch. Wobei ich auch die Sachen nehmen würde ohne Leiche. Da habe ich auch kein Problem mit. So, okay. Theobert. Bei Freyas Tränen. Oh je. Nein, er lebt noch. Er zuckt noch. Theobert, du Seite. Lebst. Ich bleib ruhig. Du bist schwer verletzt. Ein Drache auf dem Griff. Götter. Das bretonische Wappen. Atme weiter, Junge. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bringe dich zu den anderen, um dich zu verabschieden. Ich bringe dich zu den anderen. Ganz vorsichtig. Die Frage ist, hier kommen wir wahrscheinlich nicht auf direkten Wege raus, ne? Kann ich mit dem hier durch? Habe ich den überhaupt noch bei mir auf dem Rücken? Doch. Nee. Mussten wir da nicht eben durch eine Spalte? Oder muss ich da hochklettern? Kann ich das so machen? Schone deine Kräfte. Ja, weil da komme ich doch jetzt mit ihm nicht hoch. Wie soll ich das denn machen? Das geht doch gar nicht. Das ist doch viel zu weit weg. Ja, geil. Das ist jetzt doof. Ja gut, von hier bin ich gekommen. Ach so, nee. Hier ist die Kammer. Gab es aber jetzt auch keinen anderen Ausweg da, wo ich ihn geholt habe, oder? Nee. Hä? Stehe ich jetzt hier so auf dem Schlauch? Weil ich... Ich kann ihn ja nicht da hochwerfen. Weil hier komme ich nirgendwo durch. Ich meine, gut, ich könnte das Ding ziehen. Aber da komme ich nicht mit ihm hoch, ne? Nee, komme ich auch nicht mit ihm hoch. Das ist der Eingang, wo wir eigentlich reingekommen sind. Da gibt es keine Möglichkeit rauszugehen. Und hier gibt es doch auch keine Möglichkeit rauszugehen. Ich meine, hier kommt überall Licht rein, nebenbei bemerkt, aber kann ich ja nicht mit ihm raus. Ich verstehe es nicht. Ich meine, es muss ja irgendwie damit gehen, sage ich mal einfach.
Ach so, Moment. Oder kann ich das? Aber das kann ich nicht bis hier ziehen, oder? Kann ich den hier hinlegen? So, atme mal tief durch. Wir gucken mal. Ach nee, das kann ich hier aber nicht durchschieben. Oh, was ist das für ein Mist? Das ist jetzt echt. Ich meine, klar ist das viel zu breit, ne? Aber komme ich hier vielleicht mit dem hoch? Hier komme ich hoch. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Es muss doch irgendwie gehen, wenn ich hier stehe, dass ich da hochkomme. Kann ich den nicht irgendwie hier drauflegen? Nee, dann legt ihr den immer nach unten. Ja, mein guter Cheolbert, es tut mir wirklich leid, aber ich sehe gerade aktuell überhaupt gar keine Möglichkeit, dich da irgendwo hinzukriegen. Damit das nicht allzu lange dauert, würde ich sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und nochmal überall die Höhle hier ablaufe. Am besten ohne Cheolbert, würde ich sagen. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo was übersehen habe, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich das jetzt so zusammenschneiden, dass wenn ich etwas herausgefunden habe, ich euch dann gleich wieder hinzuhole. Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es hat funktioniert. Also Leute, wenn ihr auch diesen Bug habt, also wenn ihr das Spiel spielt und auch diesen Bug habt, ich habe es nämlich nach, keine Ahnung, gefühlt 100 Versuchen nicht geschafft und habe gedacht, es muss doch irgendeine andere Lösung geben, als hier rauszukommen und habe mich mal im Internet informiert und da stand dann drin, dass man neu laden soll, weil das ist ein Bug, man schafft es einfach nach zig Versuchen nicht hier drauf zu kommen, dann soll man neu laden, dann kommen die Wölfe zwar wieder, ich weiß nicht, ob ich das jetzt drin lasse oder rausgeschnitten habe, dann kommen die Wölfe zwar wieder, die muss man nochmal erledigen. Ihn kann man drüben holen, er scheint irgendwie auch schon tot zu sein oder so, ich weiß es nicht. Und dann kommt man direkt hier rüber, was sehr seltsam ist, aber okay. Ich komme mit ihm gar nicht hier durch. Hallo, das ist nicht dein Ernst, oder? Hä? Sag mir bitte nicht, dass das... Ach so, ich wollte gerade sagen, sag mir bitte nicht, dass das jetzt auch noch ein Bug ist. Okay. Okay, okay. Ah, ich habe gerade schon die Krise bekommen. Aber das können wir machen, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Naja, egal. Hauptsache, wir kommen hier raus. Oh, er lebt doch noch. Ruhig, Gilbert. Wir sind bald unter Freunden. Genau, wenn die Wölfe uns hier draußen nicht kaputt reißen. Moment, da waren gerade Pfeile. Jetzt habe ich... Hallo, was machst du denn? Du sollst ihn tragen. Los, zack ich. Oh, die sind da hinten, das ist gar nicht gut. Können wir herunterspringen mit ihm? Ernsthaft? Och Leute, ist das jetzt euer Ernst? Ich will doch einfach nur hier den Abhang hinunter. Und nicht unbedingt von den Wölfen gefressen werden, wenn ich ihn gerade über die Schulter trage. Auf der Schulter. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Eieiei. Ein langer Fußweg. Aber wir sind gleich da.
Ja, also das ist schon krass. Ich bin niemand, der irgendwie schnell nach irgendwelchen Lösungen guckt. Oder eigentlich bin ich niemand, der überhaupt nach Lösungen guckt. Es sei denn, ich bin wirklich wahnsinnig verzweifelt. Aber in dem Fall, bin ich ganz ehrlich, da war ich komplett verzweifelt, weil ich tausendmal... Also ich habe erst nochmal die ganze Bude abgesucht, also die Höhle. Habe nichts gefunden, da müssen wir hin. Habe nichts gefunden und keinen anderen Ausgang und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das geht nicht, ich muss irgendwie da drüber springen. Was dann ja auch stimmte, ich musste ja auch da drüber springen. Nur das Problem war, es hat einfach nicht funktioniert. Ich brauche Hilfe! Eva! Djolav! Leute? Bei ja. Der Hand Thors! Ist das der Ätheling? Das war er mal, ja. War das jetzt böse? Eivor! Was ist geschehen? Nein! Du törichter Junge, was hast du getan? Ich habe ihn tief in einer Höhle gefunden, von Wölfen umringt. Eva... Ruhig, Bursche, ganz ruhig. Eva... Gib mir eine Axt, und zwar sofort! Eva... Er ist tot. Eine Axt! Sein Gott wird ihn zu sich nehmen, auch ohne Axt. Dann geh du zu deinem Gott, Junge. Und ich singe für dich in Valhall. Das war kein Wolf. Sag mir, was geschehen ist. Ja, wir haben ihn nicht beschützt. Stimmt auch. Das bedeutet Krieg. Stimmt auch. Aber ich muss ganz ehrlich sein, es waren die Bretonen. Nehme ich zumindest an. Es sei denn, dass jemand... möchte, dass wir denken, dass es die Bretonen sind, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es die Bretonen wirklich sind. Das waren Bretonen. Diese Klinge steckte in seiner Brust. Ein bretonischer Dolch. Rodri! Aber warum? Du hast deinen Bruder ermordet. Dachtest du, er würde es dabei belassen? Ich hab dir gesagt, wie hinterhältig er ist. Frieden war nie sein Ziel. Er will Blut für Blut. Bischof Djolav, hier drüben. Die Mauern seiner Feste vermögen ihn nicht zu schützen. Ich treibe ihm diesen Dolch in die Lunge. Dann müssen wir uns beeilen. Zuschlagen, ehe Rodri mit dieser Heimtücke davonkommt. Diesmal keine Gnade, Wolfsmal. Diesen Dunghaufen Leofrid hast du verschont. Rodri kommt nicht davon. Das schwöre ich. Gütiger Gott, was ist geschehen? Cheolbert! Ermordet. Möge der Herr, der dich von der Sünde befreit, dich retten und zu sich nehmen. Schick die Leiche zu seinem Vater. Er wird ihn christlich bestatten wollen. Königin Angarad sagte, Rodri hätte sich in der Feste Kaustow verschanzt. Entweder eine Lüge oder ein Versehen. Wir sollten es herausfinden. Wir können unweit der Feste ein Lager aufschlagen und sie gemeinsam auskundschaften. Ein guter Plan. Wir gehen sofort. Gut. Und denk dran, Rodri gehört mir. Was ist geschehen? Das ist eine selten dumme Frage jetzt am Ende. Okay, Männer, lass uns mal zum Kriegstöter werden. Ja, oder ihr bleibt hier und wir machen das zu zweit. Auch gut. Ich dachte, die haben sich jetzt alle hier versammelt, um mitzukommen und ihn zu rächen, aber anscheinend nicht. So, warte mal eben, Eva, weil wenn das nämlich... Oh, das wollte ich nicht. Hallo? Wenn das nämlich jetzt doch sehr heftig wird, hätte ich schon gerne... Ah, schade, darauf kann ich jetzt noch nicht hinarbeiten. Fehlt mir noch genau ein Punkt zu. Oder? Ja, noch ein Punkt. Ich hätte dann schon gerne das Adrenalin wieder zurückbekommen, aber okay. Wir haben noch viel vor. Ja, komm, Eva, wohin denn? Junge, wohin? Mach mal hinne. Erstens habe ich nicht mehr so viel Zeit. Ich hätte es wissen müssen.
Ich hätte wissen müssen, dass er sich den Schwächsten von uns holt. Mit dem Mord an Rodris Bruder hast du eine blutige Wunde aufgerissen. Alles, was sich lohnt, kostet seinen Preis in Blut. Upp, da leuchtete gerade was. In Quadford sagtest du, Rodri habe dir die Narbe im Gesicht verpasst. Ist das eine erzählenswerte Geschichte? Erzählenswert vielleicht, erinnernswert auf jeden Fall. Vor Jahren war ich auf dem Rückweg von der westlichen Insel. Oh, die hatten vielleicht Krieger. Die haben mich ziemlich verdroschen und ich war mürrisch. Ich wollte nur etwas Blut und Silber, mehr nicht. Und so segelte ich mit meinen Drängen die Küste von Kemry entlang und sah eine gute Anlegestelle in dichtem Nebel. Wir zogen die Schiffe an Land und hörten gleich einen Schrei von einem Hügel herab. Die verfluchten Bretonen. Der Nebel lichtete sich und da standen sie in einer Reihe. Der breiteste von ihnen rief: Ich bin Rodri, König dieser Lande. Das geht mir am Arsch vorbei, rief ich zurück. Ich nickte meinen Männern zu und wir stürmten mit unseren Äxten auf sie zu, ehe sie Luft holen konnten. Wir waren in der Überzahl, doch die Bretonen sind gerissen. Es war Marschland. Der Sumpf hielt unsere Stiefel fest und hinderte uns am Fortkommen. Rodri metzelte einen nach dem anderen nieder. Als er zu mir kam, hielt er mir die Klinge an den Kopf und verpasste mir nur diesen Kratzer. Er sagte: Verlasse dieses Land und warne deine Leute. Erzähle allen, dass dieser Schnitt von König Rodri stammt. Leck mich, sagte ich. Rodri lachte und ließ mich gehen. Eine gute Geschichte, Ivar. Sohn von Ragnar, Königstöter, Eroberer von Englerland und der westlichen Insel. Deine Saga reicht für 10 Krieger. Das ist wahr. Hm. Oh. Die verschwitzte Schlange sitzt hinter dieser Mauer. Nur ein Drache kann ihn bezwingen. Am Arsch. Der wird noch einen kennenlernen. Gib deinen Leuten Bescheid. Wir können hier lagern und einen Überraschungsangriff aushecken. Ivars Männer verlieren keine Zeit. Sie sind versessen darauf, Rache zu nehmen. Ja, und das sind wir definitiv auch. Aber wir müssen uns leider bis zur nächsten Folge in Geduld üben, weil ich gehe mal stark davon aus, wenn wir eine ganze Fest überfallen, dass das dann doch auch ein bisschen dauern wird. Deswegen sage ich erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao!